Ja, hallo liebe Xbox-User. Ich spiele wieder The Town of Light. Und ich höre genau da auf, wo ich beim letzten Mal gespielt habe. Ich nehme an, ich muss hier rein. Aber ich will erstmal alles ein bisschen anschauen. Der Ton ist jetzt ganz komisch, behaupte ich mal so. Also der ist so, der hallt. Hier geht's nicht rein. Okay, ich dachte, hier würde es reingehen, aber offensichtlich nicht. Das heißt, ich muss doch wahrscheinlich nach draußen. Ah, das ist sehr komisch, ja. Ich dachte, man müsste hier in das Haus rein, aber dann muss ich wohl doch anderswo hin. Dann gucke ich mal hier draußen. So. Ich gehe erstmal. Was sagt sie denn Let's überhaupt? follow the hearse until we reach the graveyard. On the hearse to reach a graveyard. Wozu, was heißt das? Wo ist das? Sehr komisch, dass das so hallt. Ja gut, hier war ich schon, hier hat sich nichts geöffnet. Ich hätte vergessen, dass das Spiel so Ruckler drin hat. Starke Pop-ups, sehr starke Pop-ups. Die Muster hier, die erst nach und nach auftauchen. Vielleicht geht's dann doch hier hin. Da hinten war auch eigentlich so ein Zaun, ne? Das Problem ist, aufgrund der Pop-ups muss man, ja, ich glaube, ich sehe da einen. Da. Nee, das scheint alles zu, das ist nur zum Anschauen. Gut, dann gehen wir mal den Weg wieder zurück und runter. Ich sagen. Also, weil hier ist jetzt nichts, da ist dieses Gebäude. Ja, aber das war wohl nur, um so eine Sequenz anzuschauen. Hier unten war ich ja schon, aber ich weiß nicht, ob da. Also hier war zu, genau. Und ansonsten, ja, es ist überall. Also diese hallenden Geräusche, ich weiß nicht, ob die gewollt sind. Es klingt so, als ob ich in einer riesen Halle gehen würde. Dieses Echo, ne, von den Schritten. Jetzt hat es kurz geladen. Wo geht's denn hin? Sag mal wieder nichts anderes. Steht auch nichts. Very Maria Grant. Muss man wieder hier hin vielleicht? Ich weiß nicht. Guck mal, was auf den Schildern steht. Hier geht's ja rein, glaube ich, ne? Ja. Ein bisschen komisch, weil es so offen ist. Jetzt plötzlich, ja, am Anfang war das Spiel nicht so offen. Und dass man nicht sprinten kann, ist auch so eine Sache. Ich meine, gut, die wollen es nicht, dass das soll ein ruhiges Erlebnis sein. Es soll nicht so ein Spiel sein, wo man durchrusht und einfach zack zum nächsten Punkt, zack zum nächsten Punkt, ist schon klar. Aber gerade bei so langen Laufpassagen, in denen nichts passiert, und ich meine, vielleicht ist dieser Laufweg jetzt auch falsch? Vielleicht wäre der Laufweg viel kürzer gewesen, vielleicht war es irgendwo oben, wo ich hin musste. Aber das kann ich ja nicht wissen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass Leute mal ein bisschen verwirrt sind und hin und her laufen. Hier war ich ja schon überall. Hier ist das Grünhaus, sag ich schon. Das Treibhaus, Greenhouse, ne? Ja. Wo genau muss ich hin? Das ist die Frage. Jetzt komme ich wieder ganz drumrum. Ja, toll. Nee, das bringt nichts. Ich habe
Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, ich gehe wieder durchs Haus und oben raus. Ich muss irgendwie zu einem Friedhof kommen, aber ich weiß nicht genau, wo der Friedhof ist. Mal gucken. Gehen wir mal wieder durchs Haus, ganz nach oben. Ah, Taschenlampe an. Ist ja immer so dunkel. Die hallenden Geräusche sind schon komisch, muss ich sagen. Ah, doch, das geht aber auf. Aber es ruckelt dermaßen. So, jetzt kommen wir in den ersten Stock wieder. Ich glaube, wenn ich mich meine Orientierung nicht ganz täuscht. Ja, so, geht's hier nach links und dann bin ich wieder draußen. Nee, da ist der Lift. Ah, okay, dann hatte ich doch falsche Orientierung. Aber hier geht's hin. So, da bin ich wieder draußen. Ist die Frage, ob der Weg dahin. Ich höre komische Geräusche. Dieses Echo ist momentan sehr seltsam. Selbst die Vögel hallen wieder. So, an der Straße war, glaube ich, ein Schild. Vielleicht steht da was von Friedhof, Graveyard. Campo Santo mit ganz vielen Kreuzen. Nehme ich mal an, was Katholisches, entweder eine Kirche oder ein Friedhof, oder? Geh nochmal hin. Aber das ist der Anfang vom Spiel, wo ich daher kam. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das richtig ist, aber da man ja keine Hilfe in dem Spiel bekommt, muss man halt gucken, dass man selber zurechtkommt. Ich gehe jetzt mal nach unten gucken einfach. Das Tor müsste ich hier aufbekommen. Genau, und hier war diese Hütte, in der nichts drin war, dieser Spielplatz, genau. Da ist dann auch das Treibhaus und da ist die Villa, also die. Ach, die Villa, sage ich. Das ist ja die Psychiatrie. So, ja, nee. Campo Santo kann vielleicht auch nur einfach die kleine Kapelle sein, oder? Oder geht's hier hin? War dieser Weg schon hier zugänglich? Ich glaube nicht. Ich glaube, der wäre bisher noch nicht zugänglich hier, der Weg. Jetzt glaube ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, es lädt. Das hier war noch nicht zugänglich bisher. Oh, es ist ruckelt. Oder? Ganz komischer Weg. Ist das richtig? Ja, Musik setzt ein. Sehr viel Natur hier. Ich gehe einfach mal dem Weg entlang. Weil es so groß ist, dass es hier bestimmt irgendwo zu erkunden gibt, aber die Grenzen sind immer sehr stark künstlich. So mit einer unsichtbaren Wand. Was steht da? Kann man das anklicken? Nö, keine Übersetzung. So, die Probleme. Ach so, man muss seine Hunde an der Leine halten, weil hier die Vegetation irgendwie. Okay. Ich habe keinen Hund dabei, also muss ich ihn nicht alleine halten. Ist das? Auf was? Methanodoto. Methan. Ist ja hier irgendwo Methangas. Ist hier Austritt. Werde ich noch sterben. Das ist große Gegend hier. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es noch so eine große Gegend hier gibt. Da unten war nämlich was und. Das ist ein See. Spiegelt so seltsam. Ach, hier kann ich nicht gehen oder was? So eine unsichtbare Wand wieder. Hier hingehen? Hier kann ich aber zumindest gehen. Ist ein See. Aha, ich habe einen Erfolg freigeschaltet.
Für das Entdecken des kleinen Sees. Hier, es gibt hier irgendwas. Oh, wenn man denn noch nur ein bisschen schneller gehen könnte. Einfach mal alles erkunden. Ah, hier sind Weinreben. Auch, und dafür gibt es auch einen kleinen Erfolg. Okay. Toskana sind wir, ja. Stimmt. Toskanischer Wein. Ich nehme an, hinter dieser Mauer ist der Friedhof. Was ist hier? Hier ist eine Barriere. Gut. Und da ich weder springen noch sonst was kann, mich bücken oder. Ja. Aha, da ist noch was Kleines. Wetten, da gibt es auch noch einen Erfolg zu holen. Nicht ganz falsch bin. Nee. Ist das? Sind das auch noch Weinreben? Nee. Ist Bambus oder so. Oh. Okay. Ist aber auch ein, es ist einfach ein Gemüsegarten stand da. Das ist auch ein Erfolg gewesen. Ich meine, es ist ja normal, dass man das erstmal alles so ein bisschen erkundet, oder? Also, wenn es gibt jetzt schwierigere Erfolge als das. Mal hier oben. Einmal alles drumherum erstmal erkunden, bevor wir tatsächlich in den Friedhof reingehen. Ah, hier kommen wir irgendwie nicht hin. Unsichtbare Wand, blockiert. So. Mann, der Eingang des Friedhofs sitzt drüben. Aber erst nochmal herumschauen. Ist auch eine Barriere. Wäre normalerweise dann von da oben gekommen, ne? Mal kurz die Erfolge anschauen, was es denn sonst noch gibt. Ich ungefähr weiß, ich weiß, also es geht hier hin, ja. Oder ist vorne ein Eingang? Irgendwo? Egal, ich gehe jetzt trotzdem erstmal nochmal hier hochgucken, ganz kurz. Es dann doch vielleicht hier was gibt, aber ich glaube nicht. Aber nur der kleine See. Oder wobei, was ist das? So eine Stromzentrale. Also wirklich hin komme ich nicht. Doch, ich komme da hin. Ich komme hin. So orange. Sie den Strom manipulieren hier. Komisch, dass man da durchkommt, da hinkommt, aber an anderen Stellen kommt man nicht hin. Ja, hier noch nicht mal durch dieses Mini-Gebüsch kann ich gehen. Okay. So, ich gucke jetzt einmal ganz kurz die Xbox-Erfolge rein. Ob es da noch was gibt. Vielleicht, was ich verpasst habe, aber ich glaube nicht, dass es da noch was zu entdecken gibt. Dann versuchen wir mal in den Friedhof reinzukommen. So, ich guck mal kurz. Da gibt es ein paar Kapitel. Ich muss den. Nö, ich glaube, das war's. Ich muss jetzt nur noch den Friedhof finden. So, und wo ist der Eingang? Ich dachte, der wäre vorne. Habe ich mich wohl geirrt? Bin ich wohl am Eingang vorbeigelaufen? Dann müssen wir irgendwo hier rumlaufen. Ein bisschen schneller ginge, wäre es schön, aber gut, mein Gott. Man wird doch hier irgendwo reinkommen, oder? Das ist ein seltsamer Friedhof, so zugemauert. Ich würde mal sagen, in der Regel gibt es auch mal zwei Eingänge, einen vorne und einen hinten. Aber das hier sieht doch aus wie ein Eingang, oder? Ja.
Okay, auch komisch, dass man, wenn man von oben kommt, keinen Eingang hat, sondern dass man drumherum gehen muss. Ist eigentlich nicht logisch, aber egal. Na, ruckel, ruckel. Und hier ist der Friedhof. Ist ein Auto. Ist ein Leichenwagen? Ja, ist ein Leichenwagen. So, mal öffnen. Schade, geht nicht. Der aber auch seltsam dunkle Fenster da gar nichts reinsieht. Ja, komm, geh mal rein. Kapelle. Ah, die Puppe. Da ist eine Puppe. Okay. There's Charlotte, my voice, my eyes, my ears, my very soul. Let's go and play together again. Achso, ich habe den jetzt in der Hand. Und oh, es ist Nacht. Ach, das, jetzt wird es schon wieder ein bisschen gruselig. Diese Stimmen im Hintergrund. Nacht ist ja nicht so schön. Aber wohin soll ich gehen? Zurück oder was? Da hinten ist Licht. Ich gucke erstmal hier, aber hier ist nichts. Oh, oh, dieser Bass. Okay, jetzt ist die Stimmung doch wieder ein bisschen gruselig. Friedhöfe sind ja auch nicht die schönsten Stellen. Aber hier ist auch nichts zu finden. Puh, also gut, dass es draußen gerade Tag ist, wenn ich spiele, ne? Also diese Stimmung ist schon ein bisschen creepy. Ich würde sagen, ich gehe den Lichtern entlang. Das ist wie eine gute Idee, oder? Oh, Mist. Auch noch ein Vibrieren dabei. Be offensive to others, get into trouble. Eyes to see desperate. Taschenlampe bringt mir halt nichts, wenn sie halt ständig auf die Puppe leuchtet. In the mirror, wohin jetzt? Dahin? Es ist so hell, es schreit ja fast danach. Oder ist es ein Bug, dass es so hell leuchtet? Komm nicht rein da. Stimmt, ein Bug. Oh Mann, muss ich mich jetzt durch diese absolute Dunkelheit hier irgendwie durchforsten? Boah, das ist mies. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Dahin? Doch nach oben da. Ich gehe von den Lichtern entlang. Da das jetzt auch so schön aufleuchtet. Gehen wir mal dahin. Fuck. Mann. My ears to hear screams, deliverance, threats and false promises. Hier geht's hoch. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier ein Weg ist. It'll be alright. Everything will pass. My soul, incapable of living. Na schön, kann ich jetzt den Weg wieder zurückgehen. Wohin, wohin, wohin? 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 Oh Mann. Oh fuck, ich hab Angst. Das erinnert mich ein bisschen an Enderman. Mann, hier durch. Oder was? Oh. Also wenn jetzt der Enderman auftaucht, dann bin ich aber raus, ey. Dann schmeiß ich den Controller hin und lauf weg. Further and further away from oder Slenderman, oder wie heißt er?
Beruhigt sich ein bisschen, ganz ein bisschen, glaube ich. Nee. Oh Mann, wo soll ich überhaupt mit dieser blöden Puppe wieder hin? Wieder zurück ins in Psychiatrie, ist doch lächerlich. Let's go and play together. Spielplatz oder was? Oh Mann, es ist gruselig. Ist gruselig. Und das macht dann ein bisschen durcheinander. So, reicht. Ja, reicht. I'd like to use my voice. I'd like to use my eye. I'd like to lose my hearing. I'd like to lose myself forever. Was? Jetzt hat sie eine Schere in der Hand. Bringt sie sich jetzt um, oder was? Ist los, ist los. Gib nur der Puppe bitte nicht sich selbst umbringen können. Das ja wohl ertragen. Außer es ist eine Spezial-Voodoo-Puppe. Okay, wo bin ich? Grundschule. Das ist ein schönes Lied, aber die Stimmung ist ein bisschen grausam. Mitte, okay. Und es hängt. Okay. Ist auch schön. Die Musik geht weiter, aber das Bild nicht. Okay, jetzt geht's weiter. Okay, es ist sehr strange, wenn man nicht so richtig weiß, wann man anfangen soll. Ist man jetzt wieder in seiner Kindheit zurück, oder? Ich gehe auch immer den Gang entlang. Was kommt? Was ist das denn für ein langer Gang? Das kann doch nicht sein. Geht ja unendlich weiter. Das wird tendenziell immer heller, oder irre ich mich? Muss irgendwann rückwärts gehen? Jetzt werden Gitter aus den Türen. Die normalen Türen werden Gittertüren. Ich kann mich nicht umdrehen, ich muss nach vorne. Ja, jetzt ist es ein Gefängnis. Oh je. Oh Gott. Mann. Muss das wirklich sein? Mom knows just the same. We learn so many things at school, and so we have to attend. Oh. How would we get on if we didn't? Bilder anschauen. 2 von 17? Okay. Oh, man geht so ganz langsam. Ganz langsam.
My schoolmates, when the light's there. 3 von 17. Ich weiß nicht so richtig, wohin. René is kind to Don Gino, but he always frightens me. 4 von 17. Okay, jetzt mal hier hin. A cat goes into my mouth and eats me from inside. At least you can't see what's happening. Ich jetzt runter? Ja, ich gehe mal weiter runter. Da ist noch ein Bild. Don Gino knows everything. He speaks to God and he tells him lots of things. Und dann gehe ich. Okay, dann bin ich wieder am Anfang. Dann gehe ich mal hier hin. Mal gucken, was hier ist. Okay, hier ist noch ein Bild. Mr. Onofrio is very kind and helps us. If he's not here, I have good reason to be afraid. 7. Dann gehen wir mal hier hoch. Okay, das ist mega strange. Und alles sieht gleich aus. So ein bisschen komisch ist es. I'm not like the others, Mom. Why not? Dann hoch. So, und wohin jetzt? Ich würde sagen, gehe ich nach rechts. Okay, einfach mal weiter, weiter, weiter. Oh, das ist ja echt ein Labyrinth hier. Ist da, also, sich da wieder zurechtzufinden, ist nicht ganz so einfach. Ja, ist es jetzt aktiviert? Nee, ne? Jetzt. That's why it hurts so much. Okay, hier geht's wieder ganz tief runter irgendwie. Ja, oh je, ganz tief. Es geht nur einen Weg lang. Okay. Ja, hier, wie gesagt, ist es schade, dass man nicht sprinten kann, weil es ist echt sehr strange. Ah, okay, hier ist noch ein Bild. My baby Charlotte is so beautiful. Okay, und dann. And she's so good. But Renee isn't. Moment, wo denn soll ich jetzt gehen? Ich bin gerade irgendwie verloren. Das macht mich jetzt ein bisschen durcheinander. Also, ich habe hier das Bild. So, und dann gehe ich hier hin? Weiß ich nicht. Ja, da ist ein Bild auf alle Fälle. Ja. When I was little, I never used to sleep. Poor mom. Okay, und dann gehe ich weiter einfach geradeaus. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht richtig wohin. Okay. Ah ne, ich gehe doch wieder zurück. Oh Mann, also das ist echt ein Labyrinth. Aber ich finde viele von den Bildern, das ist schon mal nicht schlecht. Also, hier ist eins. Mr. Onofrio is so nice. Okay. I'm bad because I'm not kind. Oh, hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Okay. Mr. Onofrio helps Mom. Oh, wohin, ey? How would you manage if you didn't? Da oben. Und dann wieder zurück, würde ich sagen.
Mom always has to work because it's so cold in winter. Okay, jetzt habe ich 16. Oh Mann, sieht alles gleich aus. Wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Ich kann nicht mal eine Lampe anmachen. Das ist eine Riesenrampe. Oh, hier ist noch ein Bild. Oh, ich habe fast alle dann, würde ich sagen. Oder? There are a lot of them. They want to hurt. Jetzt habe ich 16, glaube ich, oder? Even Charlotte can't help. Ja, 16, okay. Okay, jetzt komme ich tatsächlich bei das letzte Bild, glaube ich. Ja, jetzt habe ich da ein 17, aber das hilft mir trotzdem nicht beim Ausgang. Mom works so hard because I have to eat or I won't grow. Oh, jetzt ist schwarz geworden. Muss man sie alle finden? Oh, es ist schwarz geworden. Und jetzt? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Was ist los? What's happened? Okay, es lädt. What is this place? Maybe. Maybe I'm dead. Okay, das war echt komisch. Any light. Ich glaube, das war so ein. Das war so ein Labyrinth, in dem man gar nicht rauskommen konnte, irgendwie. I can't get up. What's going on? What's happening to me? There's no one here. But. Das ist wieder die Anfangsszene. Das ist wieder so ein Rückverfall in die Psychiatrie. Könnte gut sein. Ja gut, eine gute Ausrede, um das Spiel einfach laden zu lassen. Ich kann meine Augen nicht aufhalten. Schwarzer Bildschirm. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Ladezeit im Spiel ein bisschen zu lang. Also dafür, dass eigentlich nicht viel da geladen wird. Dafür, also es wird eigentlich ja nur ein bisschen Umgebung geladen. Gut, ich meine, es ist etwas größerer Level, aber na gut, das hier ging jetzt recht schnell, aber trotzdem. Okay, wir sind immer noch da. Ja, sieht offensichtlich so aus wie immer noch in der Psychiatrie. Katholische Psychiatrie mit Nonnen da. Das ist aber echt die geschlossene hier. Die Geräuschkulisse ist mies. Irgendwie will ich gar nicht hier umschauen können. Ja, das ist furchtbar. Oh, es ist nicht so ekelhaft, aber es ist nicht so richtig gruselig, aber es ist einfach ekelhaft, dieses Gefühl. Und ich spiele mit Kopfhörer und, oh, dass hier im Eck irgendwie ein fieses Lachen herkommt, das ist echt nicht so schön, muss ich sagen. Das hat mich schon gruselig gemacht. Jetzt sehe ich noch nicht mal mehr, wer mich hier fährt. Okay, was kommt jetzt? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ist offensichtlich die Psychiatrie, wie sie noch intakt ist. Also entweder ist es Vergangenheit oder es ist tatsächlich real. Das andere war halt zusammengesponnen. Ah, da ist der Lift, ja genau. Das erste Stock, im ersten Stock ist Gynäkologie und so. Und der halb, wie nennt man das jetzt, in der halbgeschlossenen Ward da, wo die nicht ganz so schlimmen Fälle hinkommen. Und ich glaube, das sieht aus, als ob es in die Richtung Gynäkologie gehen würde, ne? Oder ist das der Sezierraum? Ach, weiß nicht mehr. Ah, wir gehen durch den kompletten, Flügel. Weil das ist, glaube ich, die Post da, wo sie sind. Badezimmer oder so.
hätte am liebsten einfach gesagt, schließt die Augen und gut ist. Weil dieses weiße Licht ist echt grausam. Aha, jetzt bin ich wieder. Ich würde mal sagen, jetzt bin ich in der Realzeit wieder. Ich bin in der Realzeit wieder. Ich will nicht wissen. Ich will nicht wissen. Es gibt nur Confusion. There were some who had scarcely seen me. They thought they knew me and understood what was happening to me and could decide about my life. Okay. Wo zum Henker bin ich jetzt? Ist irgendwo. Hier ist erster Stock, das. Okay, es ist alles zugestellt plötzlich. Ich weiß nicht richtig, wo das hier ist. Hier ist, ist das? Nein, das ist einfach nur ein. Ist nichts, okay. Es war bisher noch nicht zugänglich, glaube ich, das hier alles. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Ja, da geht's wahrscheinlich nicht hin, da ist alles blockiert. Ja, aber wo geht's dann hin? Weil geradeaus ist auch alles blockiert. Ich kann ja kaum aus dem Fenster springen, also. Vor allem sind die Gitterstäbe da dran, da geht's ja gar nicht. Also hier hatte ich geöffnet, hier bin ich rausgekommen. Dann die zweite Tür links. Mal probieren, ne? Wenn's geradeaus nicht durchgeht, geht's wahrscheinlich hier hin. Komischer Raum. Das waren auch nur ganz normale Zimmer eigentlich. Okay, so kommt man rum. Schon leicht angespannte Atmosphäre. Ich kann keine Taschenlampe benutzen aktuell. Das heißt, ich würde hier jetzt zwar gerne ein bisschen leuchten, aber ist nicht. Was ist da drunter? Das ist einfach nur eine Gardine, die runterhängt. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt vielleicht irgendwie so eine gruselige Statue oder ein gruseliger Spiegel oder sowas. Aber das Spiel ist ja im Prinzip realistisch, das heißt, keine Monster oder sowas. Nur Visionen halt. Und ich habe das Gefühl, ich gehe noch langsamer als sonst. Muss ich hier durch das ganze Gerümpel hier bewegen. Sehr linearer Weg. Keine Objekte zum Sammeln irgendwo gefunden. Keine Notiz. Ich glaube nämlich, eine Notiz fehlt mir noch. Nee. Ja, mindestens eine, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo nachgucken kann. Kann man das? Nee, Start drücken geht nicht. Normalerweise, glaube ich, kann man Back-Taste drücken, aber das geht jetzt aktuell nicht. Ja, hier hänge ich fest. Hier geht's nicht weiter. Geht's hier durch? Hier geht's durch, okay. Nee. Ja, gut, und jetzt? Mist, ich dachte. Ich dachte jetzt so großkotzig, das sei so linear und ich wüsste jetzt direkt, wo es hingeht, aber. Offensichtlich nicht, weil hier geht's ja auch nicht auf. War dieser Weg hier zu nah? Gibt's hier noch was? Boah, es ist auch richtig nervig, dass es so langsam geht. Es muss aber hier hingehen, oder? Gibt es ja keinen Weg, von da bin ich gekommen. Das sind die Gerümpel. Das muss hier irgendwo sein, ich habe bestimmt was übersehen. Wahrscheinlich muss man wieder irgendwas triggern. Also hier ist die Tür auf alle Fälle kaputt, das heißt, ich kann sie auch nicht zumachen, wenn ich drin bin. Gibt es hier irgendwas auf dem Boden vielleicht zu finden? Ich kann das Bett nicht anklicken. Ich kann bis dahin komme ich nicht, oder? Ich komme da nicht durch. Das ist ein umgekippten Heizungskörper. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss aber da hinkommen. So ein Tongerät. Oh, hier ist eine Tür.
Die habe ich übersehen. Okay. Ist eine riesige Baustelle hier. Ist auch sehr seltsam. Gehen wir direkt mal ans Tongerät. Es gibt bestimmt eine Erinnerung. Nobody laughs in here. I mean, really laughs. Not those crazy fools who laugh because people say. I don't know why they laugh out loud. They say I'm mad too, but I never feel like laughing. People used to laugh at me, but they were right, you know? You can't always cry and people laugh when they're afraid, don't they? It happened to you, not to me. It's better that way. They do that to show they're lucky. You mustn't take offense because it's true. And deep down, it's just like pity, if you see what I mean. But then you think about your own situation, and you laugh. Because you feel lucky that everything is gonna get better, that it's all shit. It's all shit, this place. You're not trying to tell me it's not true, are you? An intelligent person, educated, not like me. And if I can see it's a load of shit, just imagine how much better you understand it. No, come on. No. I feel fine here, you know? After all, I can do and say anything I want. Ich weiß nicht genau, was der Sinn jetzt dahinter war. Kann ich jetzt noch die andere Spule anhören oder nicht? Nee. Ich kann es nicht aufhalten, nicht stoppen. Ich dachte, vielleicht kann man die andere Spule nochmal spielen, aber scheint nicht so. Gehen wir mal weiter. Ach, hier ist ein Filmprojektor. Erst gibt es Tonaufnahmen zum Anschauen, jetzt gibt es Bildaufnahmen. Aber erstmal gucken wir hier, ob es nicht hier was zu holen gibt. Ich habe immer noch so das Gefühl, irgendwo müsste noch eine Notiz liegen. Ein Sammelobjekt-Notiz, weil die habe ich nicht alle. Ja, ist auch schön, so ein Stuhl mit integriertem Klo. Nee, also ist mal wieder nichts. Dann schalten wir jetzt mal den Projektor ein. Ich glaube, der wirft das dann auf die Wand, ne? Also, wenn das geht, ich nehme mal an, ja. So, zeig mal, was ist denn da? Der da. Ja, so. Bessere Projektionsmöglichkeiten als Wände. Das ist einfach nur eine Aufnahme von ihr in dem Zimmer. Was passiert? Jetzt erstmal nichts. Wiederholt sich das jetzt immer? Ist die Frage. Ich würde schon gern wissen, ob da was passiert. Nö. Okay. Auch gut. Na, hier ist das Zimmer, in dem ich schlussendlich kommen muss. Es ist eine Sackgasse. Hier sind wieder diese vielen Tintenfässer. Ist abgeschlossen, da kann ich wahrscheinlich hier, nachdem ich hier was getriggert habe an diesem Schreibtisch. Ein schöner Schallplattenspieler. Grammophon, ne? Ja. Was ist das? Steht da drauf. Kann man es lesen? Ah, sorry, kein. Achso, der Schreibtisch des Direktors. Ein Kopf. Ein Telefon. Noch ein Stempel. Aschenbecher und die entscheidende Notiz wahrscheinlich. Telegramm. August 28, 1942. We hereby notify you of the death of Ada T. Mother of Renee T.
a patient in your institution. No known matter. Sincerely yours. Onofrio. Die Mutter ist gestorben, okay. Jetzt ist die Tür offen. Haha, wusste ich's doch. Nobody at all. Solitude is very strange. It muffles everything. Slows it down. It's an endless scream that makes no sound. A silent scream. I can't stop looking at myself. I will never leave this place. There is nobody up here for me. These walls have become my skin. Naja. And the wretched desperation within them is my soul. Schön ist es trotzdem nicht. Ich würde trotzdem nicht gerne hier bleiben. Nobody weeps anymore. How I would love to feel life, desperation, anger. I've stopped dreaming, daydreaming, maybe even thinking. I've lived in a reality which has corroded me and has stripped me of everything. Even my ability. My ability to feel pain. Den Aufzug kann ich nicht benutzen. Jetzt kann ich über die Treppen runtergehen, das geht. Aber ich kann auch hier hoch. Aber es bringt mir natürlich nichts. Gimmick. Ja gut, dann gehen wir halt den vorgegebenen Weg. Ich glaube, das bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Zeig mal runter, wo kommen wir denn da hin? Ich weiß gar nicht. Ich kenne ja diesen Teil vom Haus gar nicht. Okay, da wird's offen. Aber erst gucken wir mal hier rein. Taschenlampe kann ich immer noch nicht anmachen. Was ist das? Nur ein bisschen Licht oder Lichtfehler. Was haben wir hier? Haben wir auch nichts. Eine Riesenuhr auf dem Boden. Bücher, ein schönes Fahrrad. Das Fahrrad würde ich gerne mitnehmen, dann könnte ich schneller laufen. Aber nö. Also fahren in dem Moment halt, ne? So, draußen. Jetzt sind wir wieder draußen. Irgendwo. Wo zum Teufel sind wir? Startdrücke kommt auch nur das, ja. Das Extra-Menü. Ich habe so das Gefühl, dass wir im letzten Kapitel sind, dass es gleich zu Ende ist. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Renee's health is good. She is eating and speaking. Her spatial and temporal orientation is good. Therapy suspended. December 3rd. She calmly asks if she can leave the hospital. Evaluate patient for 6 months. May 2nd, 1944. Discharge denied despite favorable psychiatric opinion. The patient has no home or means of support. Aus, abgeschlossen wahrscheinlich, ja. Nur da hinten ist es offen, da müssen wir mal da eingehen. So, jetzt kommt sie da, jetzt ist alles so hell. Ist das ihre Zelle, frühere Zelle gewesen vielleicht? Oh, okay, das ist makaber. May 4th. The reasons why discharge is impossible are explained. And this is how Renee learned of her mother's death 2 years after the fact. Die Augen so schwarz. So ist das denn? Oh Mann! May 5th. She tried to kill herself in the night by hanging herself with a sheet, saved by the nurses. Sehen wir auch noch einmal, wie ich aussehe. Also die Protagonistin. Das sind Erinnerungen. Deswegen ist es so hell. Sie dann ins Bett gefesselt. She once more tried to kill herself by suffocation. The decision has been taken to perform a transorbital lobotomy. Ist das eine Lobotomie? Weiß ich nicht, was ist das?
Lobos, Lobum, sagt mir nichts. Das ist eine Lobotomie, weiß ich nicht. Okay, da ist der Operationstisch. Hier komme ich nicht rein. Ja, wohin? Wie, ach, muss ich mich jetzt auf den Tisch legen wahrscheinlich? Ja. Okay, ich habe eine Funk freigeschaltet. The End. Was ist denn eine Lobotomie? Fernen die Augen oder was? Ist das, heißt das so eine Art Suizid? So eine Art Euthanasie? Ja, was war denn das Ziel der davon? Zu dieser Praxis? Das waren jetzt ein bisschen wenig Informationen. Was war das Ziel? Sie umzubringen? Oder sie zu heilen? Das ist schon ein bisschen abgefahren jetzt. Sieht aber nicht sehr glücklich aus, die Krankenschwester. Muss doch jetzt schon längst anästhesiert sein, oder? Die reden auch gar nicht, das ist auch komisch, dass die Ärzte dann nicht miteinander reden. Die Augen sind alle so tiefschwarz. Ist auch nicht wirklich schön. Ach, jetzt wird die Operation auch noch gezeigt, oder was? Oder ist es nach der Operation? Nee, ich glaube, es wird sogar gezeigt. Ja, super, danke. Oh, das muss jetzt aber echt nicht sein. Ja, super. Ja, wunderbar. Oh, und es vibriert auch noch so. Oh, muss das denn wirklich sein? Was ist der Zweck dieses Ganzen? Ja, noch mit dem Hammer. Wieso ist sie überhaupt noch bei Bewusstsein? Das kann doch gar nicht sein. Ist das hier... Oh, ja, klar. Also, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also, ist ja nur Schockgeschichte, ja. Kein Blut, gar nichts. Das hätten sie jetzt echt nicht zeigen müssen. Vorher war alles so schön psychologisch und jetzt ist es wirklich so. Wirklich. 10th of June, 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Motor coordination capacity reduced, but she's improving. Transfer to the Tranquil Department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. Also, das war doch schon... Difficulty walking.
eine Art capable of riding. Von Heilung. And the nurses report that they have to help her dress, wash and feed herself. In the summer of 1944, Renee was transferred back into my department. Aware of little, indifferent, hardly ever spoke. One day, she said, "When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged and looks at me full of fear." She's a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several years ago. Warum haben sie diese Operation durchgeführt? Was war der Sinn dahinter? Gaze and her intelligence are unchanged. She's so young, just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve, but probably not. Her life has been thrown away. And nobody did a thing to try to avoid this. Ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Was ist passiert? Was hätte man denn machen können? Und als ich vorhin gespielt habe, war ich da die Person im echten Leben 20 Jahre später, oder war das alles Einbildung? So ganz habe ich das, also ich habe zuerst viele Rätsel offen, das Spiel. Ich nehme an, damit ist es vorbei, ne? Das ist schon ein schönes Bild und schöne Stimmung, muss ich sagen. Es hat sowas zwischen Trauer und Glücklichkeit, sowas sehr Abstruses dazwischen. Gleichzeitig traurig und schockiert, aber mir ist auch sehr beruhigend. Okay, und diese jetzt. Achso, jetzt. Ja, es sieht aus, als ob ich fertig bin mit dem Spiel. Ja, das war's dann soweit. Dann würde ich sagen, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, Dawn of Light mit mir zusammen zu erleben. Es war ein sehr spezielles Spiel, sehr komische Geschichte, sehr ein bisschen psychologisch traumatisch. Ganz verstanden habe ich es bis zum Schluss jetzt noch nicht. Aber ich glaube, ich werde da ein bisschen nachlesen und ein bisschen besser herausfinden, was das war. Technisch hat es mich nicht überzeugt, aber muss ja auch nicht immer sein. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal bei dem nächsten Let's Play.